Jahrhundertelang war Luxemburg ein Bauernvolk ohne nennenswerte Industrie. Die Familien waren arm und bestritten ihren Lebensunterhalt mit der Bewirtschaftung ihrer Bauernhöfe. Ende des 18. Jahrhunderts kam dann der wirtschaftliche Aufschwung nach der Entdeckung des Eisenerzes im Süden des Landes. Der Ellagron in Esch an der AZ war eines der Abbaugebiete dieser sehr wertvollen Erde. Überreste davon, wie die von Heinzenberg, sind noch erhalten. 1884 war der Anfang ihrer Ausbeutung. 1917 wurde die Anlage im großen Stil erweitert. Auch heute sind noch einige Relikte aus der Zeit der Gruben erhalten. Die Zentrale der Mine Heinzenberg ist ein altes Gebäude mit Überresten bekannter Initialen. Es liegt brach in der Natur. Es wird versucht, ein Stück Luxemburger Geschichte zu erhalten. Die Cockerill-Grube liegt im offiziell als Naturschutzgebiet klassifizierten Ellagron. Dieser Gebäudekomplex beherbergt die Büros der Naturverwaltung. Die Wohneinheit wurde 1910 gebaut und war von den Familien der Steiger bewohnt. In den Jahren vor der Schließung der Grube 1967 wohnten hier auch die Grubenarbeiter. Ein anderes Gebäude gleich nebenan war ehemals die Zentralwerkstatt der Grube Katzenberg. Heute dient das Gebäude zur regionalen Empfangs- und Informationseinrichtung der Naturverwaltung Ellagron. Die Geschichte der Cockerill-Grube. Die ehemaligen Eigentümer, die Gebrüder Koller, förderten hier in der Grube Katzenberg mit ihrer 28 Hektar umfassenden Grubenkonzession von 1881 bis 1943 Eisenerz. Nach der Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg übernahm die Firma John Cockerill 1945 die Grube bis zu ihrer Schließung im Jahre 1967. Danach verfiel die Anlage zusehends. Seit 1986 ist der Luxemburger Staat Eigentümer des Areals. Heute ist ein Museum auf dem Gelände entstanden. Ein Mast der Drahtseilbahn, die Strecke von 13 Kilometern vom französischen Oettingen mit den Hochöfen im luxemburgischen Differdingen verband. Dieser Mast ist nur nachgestellt. Einige Originale sind aber noch auf dieser Strecke vorhanden. Die Cockerill-Grube im Südwesten von Esch an der AZ hatte eine große Bedeutung für den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes. Sie war auch die einzige Grube in Luxemburg, die über einen Förderschacht verfügte. Der Abbau der Minette, dem in der Gegend vorkommenden Eisenerz, erfolgte sonst üblicherweise über Stollen. Das Museum selbst hat ein größeres Areal. Ein 35 Meter tiefer Treppenschacht ermöglichte den Grubenarbeitern direkten Zugang zu den verschiedenen Erzlagerstätten. Er wurde schon 1898 gebaut. Hier wurde erstmals Eisenerz aus tiefer liegenden Schichten gefördert. Der Treppenschacht ist einer der letzten in dieser Gegend. Die Bergarbeiter unterteilten die einzelnen Erzschichten in grüne, rote, gelbe, graue, braune und schwarze Schichten. Bevor sich die Bergleute in die Grube begaben, hingen sie ihre Marke an die Tafel neben dem Eingang. Die heilige Barbara ist Schutzpatronin der Bergleute. Ihr Gedenktag wird am jedem 4. Dezember gefeiert. Die Kapelle oberhalb der Grube wurde 1953 dank unentgeltlicher Arbeit von den Grubenarbeitern errichtet und am Barbaratag desselben Jahres eingeweiht. 1996 wurde sie wieder von der Vereinigung instand gesetzt und neu eingeweiht. Jedes Jahr am letzten Samstag im November wird im Ellagron der heiligen Barbara mit einer Feier gedacht. Von den insgesamt 3 Konzessionen an diesem Standort wurde dieser Stollen am ersten erschlossen.
Er wurde im Jahr 1887 eröffnet und bereits in dem ersten Jahr konnte das rote Erz gefördert werden. Vor den Stollen ein Zugwagen aus der Zeit um 1920 mit angehängter Lore. Der zweite Stollen wird im Jahr 1896 eröffnet. Er befindet sich auf gleicher Ebene wie der Verladebahnhof, wodurch der Erztransport erheblich erleichtert wurde. Andere Standorte wurden nach und nach aufgegeben. Fortan wurde das Erz nur noch über diesen neuen Fahrstollen zutage gefördert. Dieser Holzschuppen wurde nach 1920 errichtet und von den Tagelöhnern als Aufenthaltsraum genutzt. Hier warteten die Grubenarbeiter beim Schichtwechsel auf die Einfahrt mit dem Personenzug. Der Schuppen wurde Blechbude genannt, weil die Grubenarbeiter vor der Einfahrt ihre Kontrollmarken aus Weißblech an den Tafeln aufhängten. Sie dient heute als Versammlungsraum und als Klassensaal. Dieser Belüftungsschacht ist ein seltener Zeuge des Grubenzeitalters. Seine Existenz zeugt von der beträchtlichen Entwicklung des unterirdischen Stollensystems. Der natürliche Belüftungskreislauf der Gruben über die Stollenmundlöcher genügte nicht mehr. Daher wurde 1908 ein Belüftungsschacht senkrecht in die Förderstrecke gegraben. Dieser Kaminturm verstärkte die Belüftung zusätzlich. Während des Zweiten Weltkriegs wird die Grube Katzenberg vom deutschen Besatzer zuerst unter Zwangsverwaltung gestellt, dann ab dem 1. April 1943 in die Gewerkschaft Lützelburg integriert. Die gesamte Erzproduktion wird ins Reich exportiert, um Rüstungsgüter zu produzieren. In den Jahren 1959 bis 1961 wird ein umfangreiches Investitionsprogramm auf diesem Standort durchgeführt. Das gebrochene Erz wird nun mittels eines 145 Meter langen Transportbandes in diesem Schrägschacht gefördert. Erstmals wird eine Erzbrechanlage unter Tage am Ende des Transportbands installiert. Im Zuge der Investition werden größere Loren und neue Zugmaschinen angeschafft. Die Handförderung wird durch den Erwerb von Lade- und Schürfmaschinen mechanisiert. In einem dieser Häuser ist heute ein kleines Grubenmuseum untergebracht, welches eine mit viel Liebe zum Detail zusammengetragene Sammlung von unter anderem Werkzeugen der Bergleute beherbergt. Dort, wo sich heute das Museum befindet, war 1887 eine Reparaturwerkstatt für Dampflokomotiven und ein Ersatzteillager. Nach dem Ende des Dampflokzeitalters wurde diese Werkstatt in einen Aufenthaltsraum umgewandelt. Am 31. Dezember 1967 kommt das Aus für die Grube Katzenberg. Nach einer mehr als 85 Jahre dauernden Tätigkeit ruht nun der Betrieb. Die noch verbleibenden Erzreserven von 21 Millionen Tonnen aus den konzessionspflichtigen Lagern werden unter den Gesellschaften Arbet, Hadir und MMR aufgeteilt. Diese Gesellschaften übernehmen auch einen Großteil der Belegschaft der Grube Katzenberg. Nach der Schließung wird es still im Tal des Ellergrunds. Die Kompressoren sind verstummt, langsam aber sicher macht sich die Natur dort wieder breit, wo während Jahrzehnten unzählige Erzzüge in die Stollen ein- und ausfuhren. Bis 1926 arbeiteten 5600 Arbeiter auf 81 Minen verteilt.
Danach sank die Zahl der Arbeiter, doch die Produktionszahlen stiegen steil an, weil auch der Tagebau immer mehr aufkam. Ob Tagebau oder Mine, das hing von dem Gestein über dem Erz ab. Je härter das Gestein war, desto besser war es, eine Mine anzulegen, da man nicht so viel Gestein abtragen muss wie bei einem Tagebau, um an das Eisenerz zu gelangen. Doch wenn das Gestein darüber weicher war, war es günstiger, das Erz auszugraben. Die Schichten haben eine Neigung von 1-2% in Richtung Südwesten. Im Süden Luxemburgs stoßen sie an die Oberfläche, sodass hier Tagebau möglich war und für den unterirdischen Abbau fast waagerechte Stollen in die Eisenerzschichten getrieben werden konnten. Die Mächtigkeit der Erzlager schwankt von 10 bis 60 Metern. Der Eisengehalt beträgt durchschnittlich etwa 28%. Eines der Tageabbaugebiete war der Lallinger Berg. Von 1850 bis 1870 Eröffnung kleiner Tagebaue durch lokale Grundbesitzer und luxemburgische und belgische Hüttenherren. Der Transport wurde zuerst mit Karren durchgeführt, dann durch die neu errichteten Eisenbahnen. Von 1870 bis 1914 Aufbau eines bedeutenden Industriegebietes. Hüttenwerke werden im Erzbecken selbst errichtet. 1906 ist ein Belegschaftsrekord im Bergbau mit 6.875 Bergleuten. 1913 zählte Luxemburg zu den 10 weltweit größten Produzenten von Roheisen und Eisenerz. Von 1914 bis 1948, die Zeit der Krisen und des Wiederaufbaus. Arbeit, Hardier und MMR waren geboren. Zwei Weltkriege, die Wirtschaftskrise von 1921 und die Weltwirtschaftskrise von 1929, führten zum Bankrott kleinerer Unternehmen und zu Massenentlassungen. Diese schlossen sich zu Gewerkschaften zusammen und organisierten Kundgebungen und Streiks, die 1936 zum ersten Tarifvertrag führten. Von 1948 bis 1965. Zeit der Tagebaugruben und Modernisierung. Abbaumaschinen werden in den unterirdischen Gruben eingeführt. Immer mehr und immer größere Tagebaue ersetzen den unrentablen Stollenbetrieb. Im Jahre 1957 war absoluter Produktionsrekord des Erzbeckens. 7,9 Millionen Tonnen Erz wurden geschürft. Von 1965 bis 1981, zuerst Bergbau, dann Eisen- und Stahlkrise. Schließung von unrentablen Berggruben, während die Hüttenwerke aus dem Ausland importiertes und wesentlich günstigeres Eisenerz umstellen lassen. Die Stahlkrise von 1975 trifft allerdings auch die Fabriken und führte letztendlich zur Stilllegung der letzten noch verbleibenden Gruben. Als 1974 der Tagebau zwischen Esch-Alzett und Keil eingestellt wurde, weil sich der Abbau der Minet nicht mehr rentierte, gab es hier kaum mehr Vegetation. Aber es sollte nicht lange dauern, bis die Natur das Areal zurückeroberte. Heute ist die einstige Mondlandschaft einer der Orte in Luxemburg mit der höchsten Biodiversität. Auf dem einst blanken Felsgedeihen heute Trockenrasen, die speziell auf warme, wasser- und nährstoffarme Bedingungen angepasst sind. Der Lebensraum Magerwiese ist zugleich schön und nützlich. Wildkräuter und Wildblumen wachsen hier. Aber auch Insekten haben sich in der Zwischenzeit angesiedelt. Bei der großen Anzahl an Beute sind auch Jäger vorhanden. Die verschiedenen Vogelarten haben ihr Revier in dem Naturschutzgebiet.
Ganze Hasenfamilien leben und hoppeln über die Magerwiesen. In der Nacht bei Vollmond kommen andere Vierbeiner. Die Schwarzkittel drehen gelegentlich ihre Runden in der Nacht. Über eine geteerte Straße führt der Weg in Richtung Hauptgebäude. Im Hintergrund flimmert der Titelberg. Auf dem Rundgang stellt man fest, dass einige der Gebäude noch gut erhalten sind, wie dieses Depot des Sprengstoffes. Einige Meter weiter befinden sich die Gebäude des Fuhrparks, wo repariert und gewartet wurde. Am Platz, wo der Brecher stand, findet man nur noch die Verankerungen. Dieser wurde zugeschüttet. Alles andere ist auch verschwunden. Die Escher Gemeinde hat einen Lagerplatz an dieser Stelle. Über 100 Jahre wurde Raubbau an der Natur betrieben. Nach über 2 Generationen Ruhestand hat sich diese alles zurückerobert. Heute dient dieses Erbe als Naherholungsgebiet, das zum Wandern, Joggen oder Fahrradfahren einlädt. Viele schmale Wege führen durch dieses 267 Hektar große Areal. Die Wanderer und Benutzer werden jedoch gebeten, sich an eine Reihe von Regeln zu halten, wie etwa nur die gut ausgeschilderten Wege zu benutzen und die Hunde zwischen März und Oktober an der Leine zu führen, um brütende Vögel und Jungwild nicht zu gefährden. Wo früher eine schweißtreibende Arbeit geleistet wurde, ist heute ein Erholungsgebiet.